Hi, hier ist Michael. Ja, es ist Montag, es ist wieder mal schön kalt. Ich glaube, minus 5 Grad waren es. Ja, für alle, die hinzugekommen sind, erstmal schönen Dank für euer Abo. Ja, hab mir einen schönen Schrecken eingejagt, weil ich war eigentlich so bei, am Samstag früh war ich glaube ich bei 835 oder so. Und so mittags rum gucke ich rein, da war ich irgendwas bei 900. Ich dachte, hä, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte schon, das wäre irgendein Fehler vom System oder so. Nö, keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht reingeguckt, was an Videos neu da waren. Und ja, habe mir erstmal nichts mehr gedacht. Dachte, ne, wird ein Fehler sein. Gut, auf jeden Fall, die Zahl ging immer höher und höher. Irgendwann abends hatte ich dann die 1000 erreicht. Da auch erstmal schönen Dank dafür. Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei 1300. Ja, bis ich das dann erstmal mitgekriegt, dass Enno mich erwähnt hat und mal meinen Kanal geteilt hat. Erstmal da schönen Dank für. Also bringt mich auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Und ich habe gesehen, es kam so ein Haufen Kommentare. Bin ich gar nicht gewöhnt, so richtig. Ja, also für alle, die neu hinzugekommen sind, so chaotisch wie das letzte Video ist es eigentlich nicht immer. Bloß die GoPro hat gerade bei den Temperaturen eine Macke und da fehlt halt immer mal ein Stückchen. Deswegen habe ich dann zwischendurch mal mit dem Handy gefilmt. Die anderen hat meine Freundin gemacht. Da habe ich jetzt erstmal alles zusammengenommen, was ging und habe da erstmal versucht, ein Video draus zu machen. Ja. Also ich denke mal, diese Woche wird es wieder ein bisschen strukturierter. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich mein Spellspannrahmen bauen will, habe ich im ersten Video des Jahres, habe ich es mal kurz vorgestellt, also ich habe mal so ein Bild gezeigt, zeige ich euch gleich. Das wird heute erstmal nichts. Meine Mutter hat spät Nachtschicht, deswegen darf ich erstmal keinen Krach machen. Deswegen nehmen wir den Traktor und fahren mal hoch im Wald. Ich will da oben den Weg ein bisschen freischieben, dass ich dann wieder herkommen kann, kann die Schaufel abbauen, kann das ja, sag mal Schiebeschild dazu abbauen und baue dann die Winde an. Winde und mein Gestell will ich anbauen, weil dann würde ich nämlich heute schon mal einen Teil der Krone holen. Es waren viele Kommentare zu den Schneeketten dabei. Dass es natürlich bessere Varianten gibt, die aufzuziehen, ist mir klar. Ich mache es halt so. Ich habe ja auch extra gefragt, wie ihr es so macht. Also, man hat es wahrscheinlich in dem Video nicht richtig gesehen. Also, ich fahre ja quasi immer halb drauf, dass der ungefähr auf der Hälfte steht. Und dann nehme ich die Ketten, lege die quasi so in die Stolle hinein und ziehe sie dann hoch. Hat man nicht so richtig gesehen. Und dann, dass sie fast bis vorne sind, und dann mache ich es eigentlich zu. Je nachdem, wenn ich vorne natürlich genug Platz habe. Diesmal hatte ich vorne nicht viel Platz, deswegen konnte ich nicht vorfahren. Also normalerweise geht das schneller. Ich musste halt auch immer alleine aufbauen oder anbauen. Mein Vater hat jetzt war nur mal zufällig dabei. Okay, so viel dazu. Das mit dem Strick, das denke ich mal, verstehe ich auch, dass man den quasi einfach nur auch so hinlegt und mit einer Seite an der Felge festbindet und dann hochzieht. Ist natürlich auch keine schlechte Idee. Die Variante, den Traktor an den Balken zu hängen und ein Stück hochzuziehen, das wird wahrscheinlich nichts. Ja, da oben ist nicht mehr viel wert, da oben. Und einen 3,5 Tonnen Schlepper jetzt hier an den Balken dran zu hängen, ist glaube ich auch keine gute Idee. Also man könnte höchstens jetzt links und rechts einen Bock drunter machen und könnte ein Stück aufbocken. Aber das ist ja, ich denke mal, bei der Größe nicht so die beste Idee. Na gut. Dass die Ketten scheiße sind, weiß ich selber, weil wenn man jetzt viel rückwärts fährt und mal rangiert, verhakt die sich immer so in die Stollen drin. Deswegen hatte ich eigentlich immer ein kleines Brecheisen dabei und drückt die Mama von Zeit zu Zeit wieder raus. Sie helfen trotzdem.
Also ich muss sagen, seitdem ich die habe, ist Holz machen überhaupt kein Problem mehr. Auch bei solchem Wetter jetzt irgendwo lang zu fahren, ist echt kein Problem mehr. Top Grip und ich mag, man könnte jetzt so Kreuzketten holen, aber ach, ich sag mal, die haben jetzt 120 Euro gekostet, das Paar. Und ich denke mal, für Schneeketten in der Größe ist das ein echtes Schnäppchen. Deswegen behalte ich die auch und für das, was ich mache, reicht das. Gut, also nicht lange labern, machen. Ich probiere jetzt mal den Traktor anzukriegen und dann fahre ich mal hoch und sehen wir uns hoffentlich oben im Wald. So, Traktor läuft, es ist zwar schon um 4 rum, habe jetzt nochmal laden lassen. Ich habe jetzt auch was geordert, sprich so ein Batterieerhaltungsgerät, sprich was dauerhaft dran ist, weil also meine Batterie ist zu klein erstmal. Und das zweite Problem ist, meine Lichtmaschine hat eine Macke. Die lädt nicht mehr in Standgas. Soll aber eigentlich auch dieses Jahr noch gemacht werden, auf jeden Fall. Was ich mir noch geordert habe, das werde ich dieses Jahr mal probieren. Jemand meinte, ich sollte mir einen Tauchsieder für den Kühlkreislauf holen. Ich habe sowas ähnliches jetzt besorgt. Ich habe jetzt eine 12 Volt Heizpatrone besorgt oder gekauft. Mal gucken, wann die kommt. Und dazu gleich noch so ein Steuergerät. Also so ein Temperatursteuergerät, wo man einstellen kann, wie hoch sie heizen soll und nicht. Und jetzt muss ich mir halt nochmal aussuchen, wo ich diese Heizpatrone reinbaue. Weil man soll das ja mal am tiefsten Punkt des Kühlkreislaufs reinbauen. Ich habe auch so ein von DDR-Zeiten so ein, ja, so ein Vorklüg oder so Vorwärmgerät habe ich ja. Aber das Problem ist, dass das kann ich nirgendwo reinbauen. Und so eine Heizpatrone kannst du dann doch eher irgendwo anders da reinbauen. Oder irgendwo reinmachen. Bei den anderen, das muss ich nämlich in ein Kühlkreissystem, also einen Kühlschlauch machen. So, jetzt werde ich erstmal in die Räucherhülle da reinwandern und hol den Kleinen da mal raus. So, ich habe es im letzten Video versucht zu erklären. Ich muss hier hoch, weil ich Holz holen will. Da muss ich erstmal das bisschen hier wegschieben. Das machen wir jetzt mal. So, klappt ja ganz gut. Und jetzt mache ich den Weg hochwärts ein bisschen. Mal gucken, wie tief die Schneewehen sind. Und ich melde mich morgen dann. Ja, ich bin gerade dabei, Holz zu holen. Und habe gerade die Leere oben drauf gestellt. Jetzt hole ich die hier. Und ja, ich sag mal, die Paletten
oder die Gitterboxen sind eine feine Sache, aber für mich nicht wirklich rentabel, weil ich habe noch keine Palettengabel, deswegen muss ich jetzt immer zwei Schlupfe nehmen, zusammenhängen, muss mit heimzerren. Also so ganz lohnt sich es noch nicht. Das war auch nur als. Das Ganze war auch nur als Notlösung gedacht, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich denke mal nicht, dass ich es noch so großartig nutzen werde. Das Einzige, wo ich mal überlegt habe, ist für so Anmachholz. Da bin ich eher am Überlegen, weil ich möchte mir mal so einen Grubhacker besorgen. Und da ist so eine Palette doch schöner. Also, naja. Gut. Also bevor ihr euch was macht, besorgt euch erst eine Palettengabel. Ist deutlich einfacher als die Variante, die ich mache. Zeige ich euch gleich mal, wenn ich zu Hause bin. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, da oben an den kleinen Schlupfen dran. Und so habe ich es jetzt heimgeholt. War natürlich dann noch das Problem, dadurch, dass ich jetzt kein Gewicht auf der Hinterachse habe, habe ich erstmal ganz schön gedüngert, mich da den Berg hoch zu wühlen, aber es ging gut, abladen und dann ab in die Garage wieder, da haben wir heute genug gemacht. Ja, Mittwoch, ich bin gerade mehr oder weniger im Feuerwehreinsatz, wir haben Schmelzwasser wie Sau und da bin ich gerade dabei, Sandsäcke gefüllt und da haben wir jetzt gerade hier so ein paar Rinnsäle. Ein paar Sandsäcke hingemacht. Da zum Beispiel. Es ist Donnerstag, ich bin im Wald unterwegs und muss sagen, dafür, dass es absolutes Tauwetter ist, kam ich hier ohne Probleme hin. Ich hatte schon echt Angst, dass ich hier nicht runterkomme. Natürlich, ob ich hier wieder wegkomme, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber ich bin eigentlich relativ wenig eingesunken. Ja, mal gucken, ob wir wieder wegkommen. Ja, auf jeden Fall, heute soll es ans Rücken gehen. Sprich, Rücken und Aufarbeiten. Und ihr seht ja hier mein ganzes Holz, was ich hier schon liegen habe. Hier, hier, hier oben. Den muss ich noch aus dem Ast, aus dem Baum rausholen. Da oben, da, da hinten und da hinten geht es noch weiter. Haben wir wieder drei neue Bäume gefunden, die kaputt sind. Aber mal gucken. Wenn das jetzt reicht, wenn das Ganze reicht, dann lasse ich es für dieses Jahr, dann mache ich den nächstes Jahr oder nächste Saison besser gesagt. Und wenn es nicht reicht, dann mache ich halt nochmal im Sommer ein paar um. Aber ich denke mal, das reicht erstmal. Gut, also ich möchte erstmal anfangen mit dem, der mir hier vorne im Weg liegt. Den da. Und hier oben das alles aufarbeiten. Quasi alles, was eine gewisse Stärke hat, was ich quasi mit einem Spalter nicht unbedingt machen muss. Der ist quasi so ein Spalterkandidat. Aber das hier ist zum Beispiel alles, was ich mit der Hand machen kann. Das kann ich auch alles mit der Wippsäge schön sägen. Deswegen habe ich auch mein Transportgestell dabei. Ich werde heute nicht bündeln, weil mir die Zeit wahrscheinlich dazu fehlt. Und im Endeffekt nützt mir nichts, wenn hier die ganzen Bündel stehen. Zu Hause habe ich auch keinen Platz gerade. Gut, ich könnte jetzt zwar hier unten ein paar Bündel hinstellen, aber ob die dann nächsten Tag noch da sind, na gut, hier kommt eh keiner hin. Aber ich muss halt erstmal die Gabel dazu fertig haben, weil dann bringt's mir auch was. Gut, deswegen, ich mache heute nur das Bündelgerät einmal voll, fahre es dann heim. Also, ich rüste mich erstmal aus und dann sehen wir uns gleich beim Sägen.
So, heute ist auch mal so ein Test für das Bündelgerät. Ich habe jetzt schon mal zwei Stücken Holz untergelegt, um quasi später damit den Traktor ranzufahren zu können und das einhängen. Es soll jetzt, also ich will es jetzt so ausprobieren, dass ich das Teil wirklich mal voll mache und dann versuche im vollen Zustand das Teil anzuhängen. Weil wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich es auch nicht mehr machen. Oder muss halt was umgeändert werden, dass es klappt. Gut, befüllen wir mal die ganze Sache. Ich muss gleich dazu sagen, ich hätte den strategischen Punkt aussuchen sollen, wo ich das Ding hinstelle. Weil da oben liegt das Holz und da steht das Ding. Aber ist jetzt, ist halt so jetzt. So, ich mache dann erstmal, das Prinzip sollte jetzt bekannt sein, wie man das macht. Und wenn ich dann bei der Hälfte bin, sage ich Bescheid, dann kommt nämlich hier diese Gabel, sage ich mal, kommt dann rein. So, aufgrund der Uhrzeit, das ist jetzt kurz nach 5, so um 6 rum wird es dunkel, habe ich jetzt beschlossen, ich werde meinen Plan ein bisschen umbauen. Ich habe jetzt hier oben alles kurz gemacht. Da oben liegt noch ein Haufen, da liegt noch ein Stamm, der zu groß ist. Den will ich gleich hier runterrücken. Ich mache es jetzt so, ich werde jetzt das Bündelgerät anbauen, fahre jetzt rückwärts den Berg dann auf, lad auf. So, wir sehen, was falsch ist. Und zwar müsste hinten, vorne das Ding müsste weg. So, folgendes Problem bei der ganzen Geschichte. Also, man sieht, es muss hinten doch höher kommen, damit ich quasi bei meiner Aufnahme, dass das schräger ist, dass ich mit meinem Schiebeschild, oder nee, andersrum, ich darf mit dem Schild nicht über die Laschen kommen. Sprich, ich muss quasi mit dem Schild bis ranfahren und dann, wenn oben die eingehakt sind oder da in der Nähe sind, dann erst hochheben. Wenn das andersrum ist, komme ich nämlich nicht hier hoch genug, dann kann es nicht mehr reinfallen. Ja, und hier oben ist noch das Problem, ich muss hier oben noch ein bisschen weitermachen, also der Abstand ist noch nicht so richtig. Da müssen wir noch ein bisschen verbessern, aber dafür machen wir es ja. Es ist doch ganz schön aufwendig, das Teil anzuhängen. Somit ist es eigentlich besser, man nutzt es wirklich so, dass man es nur als Transportgestell und wenn man es bündeln will, dann mit einem Frontlader oder dann mit Heckhydraulik quasi benutzt.
Also eins steht noch fest, die Dinger müssen neonfarben werden. Also irgendwie neonpink, neonrot, grün, gelb, was weiß ich. Dass man den bald wiederfindet, weil ich habe jetzt glaube ich 5 Minuten gesucht, bis ich es wieder gefunden habe. So, beim Bündeln ist natürlich von Vorteil, wenn man das so geschichtet hat, dass man das Teil auch drauf kriegt. Weil entweder habe ich einen kleinen Denkfehler oder einen Rechenfehler. Das passt nämlich nicht. Das Teil brauche ich jetzt erstmal nicht. Das ist jetzt erstmal nur zum Testen, ob das so hält. Oder es auch so glatt, weil man muss jetzt halt schön ordentlich stapeln, damit man das hier auch schön ordentlich voll bekommt. So, es wird langsam dunkel, ihr merkt. Ich fahre jetzt los. Ich habe jetzt ja, fast voll. Bisschen würde noch gehen, aber ich lasse es erstmal so. Ich mache jetzt nicht weiter. Den Weg nach oben werde ich jetzt nicht filmen können, weil so viel ist nicht mehr drauf. Wir sehen uns morgen. So, ich hoffe, man erkennt ein bisschen was. Weil es ist ein bisschen später geworden, da die Oma von meiner Freundin Geburtstag hatte. Wollen wir mal schnell zum Kaffee trinken. Deswegen ist es heute ein bisschen später geworden. So, ich säge heute das Holz. Also ich säge nur, ich fahre heute nicht im Wald. Ich fahre morgen im Wald, mache den, ja, versuche so viel wie möglich morgen zu schaffen. Gut, dann gucken wir mal. Erstmal, wo meine Ohrenschützer sind. So, sind ungefähr 4 bis 5 Schubkarren so ein Bock voll. Ja, ich mache den Rest fertig und wir sehen uns morgen im Wald. So, es ist Samstag und wie ihr seht, es ist ein herrlicher Tag heute. Schöner Sonnenschein. Und ja, heute geht es ans Holzrücken, sprich alles, was ich gestern nicht geschafft habe oder die Woche über. Versuchen wir heute so viel wie möglich zu machen. Ein Problem habe ich jetzt. Also ich kann keine Bündel machen, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich es heimkriegen soll. Wenn natürlich schon die Gabel fertig wäre, was ich eigentlich schon seit 2 Wochen erzähle oder 3 Wochen, reicht gar nicht.
Könnte ich natürlich sehr schön mit heimnehmen oder mit dem Hänger hier runterfahren und dann aufladen. Da das aber immer noch nicht geklappt hat, ja, keine Zeit halt. Deswegen werde ich das Transportgestell heute nur so nutzen, dass ich die Teile immer so klein schneide, drauflege und mir hier quasi erstmal irgendwo einen Platz suche, wo ich es hinstellen kann. Sprich, ich suche mir jetzt irgendwo zwei Bäume aus, wo genug Platz dazwischen ist. Und da werde ich es erstmal hinstapeln. Ist natürlich doppelte Arbeit, ich weiß. Aber zurzeit geht es nicht anders. Dann werde ich die großen Stämme rücken. Sprich, ich werde alles entasten und heute rücken. Aber ich werde erst entasten, werde hier das Bündelgerät daneben stellen oder den Traktor daneben stellen, werde das vollladen und werde es dann irgendwo positionieren. Und wenn es dann soweit ist und es ist wieder so trocken, dass ich mit dem Anhänger herkomme, lade man gleich alles mit Eimer auf und fahre es heim und sehe es zu Hause gleich. Gut, so, erste Fuhre habe ich schon mal fertig. Da unten steht sie. Ich habe jetzt das Gerüst abgebaut, weil ich jetzt erstmal die Stämme rücken will. Und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, oder mein Plan sieht jetzt so aus, ich werde nicht erst die Kronen aufarbeiten. Ich werde quasi erstmal das, also wie die Forstleute es eigentlich auch machen, quasi erstmal das Dicke raus und dann das Dünne. Weil sonst sind mir die großen Sachen immer im Weg. Deswegen erstmal die großen Stämme rausrücken, die Kronen erstmal abgeschnitten und dann quasi von Krone zu Krone mit dem Bündelgerät angefahren und dann heimgezerrt oder auf den Platz gefahren. Oh, also ich mache ja lieber bei Minusgraden Holz. Schwitzt man sich echt einen ab. Ich glaube, weiß gar nicht mal, 12 Grad oder so sind. Also es war ein herrlicher Sommertag, Frühlingstag. So, ich rücke die zwei Stämme noch, also den und den nach vorne. Und dann ist erstmal Feierabend für heute.
Sprich, ich mache nochmal das Bindegerät voll oder mein Transportgestell mache ich noch einmal voll. Und dann geht's heim. Und dann geht's nächste Woche weiter. Also wo das Lenken nicht mehr hilft, dann hilft nur noch Einzelradbremse. Und das muss geübt sein. Also von wegen sich mal einfach hingestellt und mal einfach irgendeine Seite gedrückt. Also man muss schon wissen, wo der Traktor hin will. Oder hin soll, besser gesagt. Naja, ist eigentlich auch richtig scheiß Wetter dafür. Aber wir kriegen es hin. So, Holz ist fertig gerückt. Wie gesagt, zwei Bäume fehlen noch. Ne, drei, Entschuldigung. Einen muss ich noch fällen, der steht hinten, das ist so ein Schrächer. Den zeige ich euch beim nächsten Mal und einer liegt ja noch unten im Graben drin. Hier hochwärts ist nichts mehr großartig dabei, was gespalten werden muss. Ich fange jetzt an, da oben sind noch so ein paar Brocken. Hier ist die Krone und hier, das mache ich heute noch, mache ich den. Das Bündelgestell mache ich jetzt dran und ja, mache das einmal voll, fahre heim. Und dann war es das nämlich auch für heute. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn ihr mögt. Mittwoch gibt es ein Konstruktionsvideo, weil sich ein paar gewünscht haben. Die Zeichnungserstellung, das machen wir natürlich. Ja, nochmal zur Holzausbeute. Ich habe jetzt fünf Stämme liegen und da noch ein kleinerer. Also ich denke mal, dieses Jahr wird es wieder genug geben, da die Lager eh alle leer sind. Ja, sieht ganz gut aus, aber der Weg halt hier oben total matschig, siehst du richtig, wie das Wasser von dem Feld oben runter gedrückt kommt. Na gut. Also, was sieht sich? Bis dann, macht's gut. Ciao.